Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Northgard. Mir ist aufgefallen, wir verlieren ein bisschen Geld. Wir brauchen Money. So. Er gibt nicht so leicht auf, der Grüne. Aber das soll mir recht sein. Ach ja, der hat gar keine Leibwache mehr. Fällt mir gerade auf. So ist das, ja? Okay. Ja gut, das könnt ihr ruhig haben. Das stört mich gar nicht. Das könnt ihr ruhig haben. Ist mir egal. Wir machen mal ein Festmahl. Nur erstmal wichtig, dass wir den da oben bekommen. Die Braunen sind hier stark vertreten. Okay. Für Trauger haben wir hier 4, da müssen wir ein Auge drauf haben. Warum heilen sich die eigentlich von selber? Ja, das gehört jetzt natürlich auch haben erstmal. Holen wir sich alles zurück. Jetzt werden wir erstmal den Grünen hier mehr auf die 12 geben. Okay, die sind alle noch weit weg von... Aber hier mit der Weisheit ist... Der Braune ziemlich weit, das heißt, wir müssen uns dann unbedingt auf den Braunen mehr konzentrieren. Dann lassen wir den Grünen erstmal grün sein, würde ich sagen. Das kostet eh immer viel, wenn er die... wenn er die Gebiete erobern will. So, mehr Truppen. Das eh schon wieder. Aber es kostet immer viel Nahrung. Mir soll es recht sein. Wir kriegen ja Nahrung wirklich in unglaublichen Mengen. Gott sei Dank. Oh, das laggt extrem. Wow. Warum laggt das so krass? Irgendwas ist hier komisch. Ach, wegen ihr. So ist es. Ja, das hättest du gerne. Das ist uns jetzt gar nicht mehr so einfach. Aber wir kriegen das schon hin. Ja.
der Lila da dafür an. So, jetzt sind wir auch im Winter nicht mehr geschwächt. Genau, greif hier nur an, wir haben hier einen Turm. Mist, das kann ich ihn nicht mehr aufwerten. Okay, wir brauchen doch bessere Verteidigung hier. Was kommt hier wieder? Erdbeben, okay. Das Problem ist, ein Zwei-Fronten-Krieg ist halt schon teuer. Okay, solange die beiden sich jetzt mal ein bisschen bashen, ist es vielleicht nicht so tragisch. Wartet nur auf die Verstärkung. Irgendwann haben sie kein Eisen mehr, dann können sie auch keinen Häuptling mehr nachholen. So. Da baut er jetzt ordentlich. Da will er jetzt echt ordentlich ausbauen, um anzugreifen. Dabei hat er eh nicht den Hauch einer Chance. Oh, der hat hier gleich drei Rekrutierungsgebäude. Oder hatte. Ach, hier brennt es ja auch. Weiterbrennen. Wir schneiden hier mal den Weg ab. Noch dazu seine Fischerhütte. Damit verliert er auch noch schön Siegfortschritt bei 81. Bis wir müssen unbedingt die Braunen dann aufhalten, bevor es zu spät ist. Ist nur leider nicht so einfach. Schön den Grünen hier noch einen Schlag versetzen. Wir müssen jetzt unbedingt die Braunen aufhalten, bevor es zu spät ist. Was ist das hier? Die Schildenmeider, ha? Okay. Gibt es irgendwelche Relikte, die uns noch helfen könnten? Nicht unbedingt, finde ich. Oh, der kommt jetzt von hier daher. Da erobert er schon wieder.
Mann, hat er so viel Nahrung, dass er da dauernd die Gebiete so zurückkaufen kann? Vernichtet sie! Ziemliche Verluste erlitten. Der ist schon wieder da. Und nervt. Leider haben jetzt die Lilanen das Gebiet hier. Dadurch machen wir auch noch ein bisschen weniger Schaden. War ja klar, dass... Achso, das ist von den scheiß Wölfe da oben wieder. Geht's weg, Mann! Ich sagte die ganze Zeit, sie sollen gehen, aber sie bewegen sich nicht. Ist ihnen egal. Ja, wir müssen jetzt einfach mal lassen. Mit den Grünen können wir da, mit diesen grünen Dilettanten können wir dabei nicht viel machen. Der kommt immer wieder, der hat viel zu viel Nahrung. Und wir müssen jetzt einfach mal, wir können nicht warten, wir müssen den Braunen aufhalten, sonst ist es vorbei. Man muss halt der Grüne dabei, darf er expandieren. Wir werden ihn nachher schon wieder zurückdrängen. Allzu stark ist er ja nicht, Gott sei Dank. Man kann uns nicht viel schaden. Immer solche Grafikbugs. Der Braune ist momentan... der Blaue ist aber auch schon sehr weit. Mist. Wo sind wir am weitesten? Wir sind am weitesten mit dem Ruhm, okay. Das heißt, wir sollten vielleicht schauen, dass wir das hier machen. Damit wir noch mehr Ruhm bekommen und einen Ruhmsieger ringen können, weil ich fürchte, das ist noch unsere eine der wenigen Chancen, die wir haben. Jetzt haben wir natürlich eine gute Angriffschance. Das wäre jetzt natürlich die ultimative Vernichtung des Grünen. Macht sie fertig. Der Grüne traut sich so schnell eh nicht weiter. Nee! Für Ruhm, bitte. Rückzug. Ich
Schnell heilen, bitte. Wo bleibt die Verstärkung so lange? Der Lilaner gibt sich dabei mit dem Aufbau zufrieden. Der Grüne, ja, den machen wir schon noch platt. Was tut er denn die ganze Zeit? Traut er sich dann nicht oder wie ist das? Genau, schickt einen normalen Dorfbewohner. Das ist sicher eine sehr gute Idee. So, jetzt haben die den Krug geschmiedet. Das heißt, wir können den jetzt wahrscheinlich... Oder? Doch! Ja, welche Maske haben die dann geschmiedet? Ich sehe hier gibt es keine Maske, ehrlich gesagt. Angriff! Boah, das wird auch ein knappes Rennen mit Blau, aber gegen Blau können wir aktuell gar nichts ausrichten. Los, Leute, vernichtet sie. Ja, der Grüne traut sich eh nicht weiter. Ich vergesse auch immer, dass der keine Leibwache noch hat. Gott, die bringt wahrscheinlich eh nicht so viel. Aber wäre trotzdem interessant. Was macht er da? Ein Handelssieg hat er dann, okay. Es könnte sein, dass das passiert. Könnte sein, dass wir das knapp nicht schaffen werden. So, die radieren wir jetzt einmal aus. Mann, es ist so schwer teilweise die verwundeten Einheiten zu erwischen. Also manchmal ist es am besten, die einfach sterben zu lassen, weil du sie einfach nicht erwischen kannst. Ach, wir müssen den Altar der Könige errichten. Shit.
Ist das das Letzte, was uns... Ja, das hat uns die ganze Zeit gefehlt. Kann sein, dass wir deswegen verlieren. Kann sein, dass wir deswegen verlieren, weil ich nicht auf das geachtet habe. Weil ich mir gedacht habe, ja, wir brauchen eh nur Ruhm. Aber nein, wir brauchen mehr als nur Ruhm. Mal sehen, ob wir da noch gewinnen können jetzt. Der steht wirklich kurz vorm Handelssieg, aber ich glaube, wir müssen nur den Altar der Könige noch fertig bauen. Aber das sehen wir eh gleich. Yeah! Wir haben gewonnen! Jetzt kann man sich hier noch anschauen. Im Schnelldurchlauf. Was so passiert ist. Aber es war schon sehr knapp mit dem Blauen. Und der Grüne hatte wirklich nicht mehr viel. Also der war wirklich kurz vorm Fall. Ja, mit dem Wolfsclan bin ich einfach am besten. Das war schon immer so. Und scheinbar haben sie den Berserker wieder stärker gemacht. Weil der, kurzzeitig war der Wolfsclan angeblich nicht mehr zu gebrauchen. Die Goblins haben sich auch ganz schön ausbreitet immer. Also gut, nur über vier Felder, aber trotzdem. Ja, da ging unsere Expansion dann los. Und die Vernichtung der Gelben. Ist ausgebrochen. Die Goblins auch schon fast vernichtet. Haben schon die Hälfte ihres Gebiets. Okay, jetzt haben sie fast alles verloren und rein Gebiet. Ah, da haben sie ja wieder ein neues Zug geholt, kurzzeitig, aber das haben sie gleich wieder verloren. Eingekreist und von den Braunen vernichtet. Grüne war auch immer ganz schön hartnäckig. Wenn der Braune nicht so weit vorne gewesen hätte, hätte ich den einfach geradeaus vernichtet. Ja, da ist das Ende. Nur den Braunen haben wir ganz schön zu. Die Blauen waren die immer schon. Haben die Braunen. Ah, die. Die Blauen hatten nur kurzzeitig da ein Gebiet mehr, das haben sie irgendwie verloren. Dann haben die nur drei Gebiete. Warum waren die Blauen so schwach? Die hatten immer nur drei. Kurzzeitig hatten sie dann ein viertes Gebiet, das haben sie schnell wieder verloren und dann wieder nur drei. Sehr komisch. Na gut, Freunde, das war's aber erstmal wieder für dieses Let's Play. Das sind, glaube ich, wieder 6 Folgen, wie auch bei beiden auf. Und ich denke mal, es ist erstmal Zeit genug, um rauszufinden, ob Satisfactory jetzt den Content bietet, der im Internet steht. Ich hoffe es, das wäre sehr gut, wenn das so wäre. Jo. Und unter Umständen sehen wir, also wir sehen uns dann im nächsten Part auf jeden Fall zu einem neuen Projekt. Es ist nur die Frage, wird es Satisfactory sein? Oder wird es etwas anderes sein? Das werden wir sehen, das weiß ich selbst noch nicht. Aber ich bin gespannt. Und bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.